Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die irgendwie anders Box von Vincent Weiss. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Irgendwie anders von Vincent Weiss. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Und bevor wir die Folie abmachen, lesen wir uns noch kurz diesen Sticker hier durch, denn wir lesen hier limitierte Fanbox Edition inklusive Letterboard Box mit Buchstaben, CD-Album plus Instrumentals, Plänebuch, Postkarte, Poster, Membercard und Fastlane Pass. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, dann machen wir die Folie mal ab. Somit ist es auch der Sticker ab. Und wir sehen schon, obwohl wir die Folie abgemacht haben, bleibt diese Hochglanzoptik erhalten, denn wir haben hier nochmal so eine Kunststoff, so eine Plastikverpackung, in diesem Fall einen Pappschuber, den wir hier ganz einfach abziehen können. Auf diesem Pappschuber war hier vorne das Vincent Weiss Logo, diese zwei übereinander gelagerten Ws. Ansonsten hier nichts weiter drauf. Und dann kommen wir auch schon zu der Box. So sieht das hier von unten aus. Auch wieder das Logo, Credits und Barcode. Rechts in schwarz, oben in schwarz, links in schwarz und auf der Rückseite ebenfalls alles in schwarz. Ja, die Box von der Optik her sehr speziell. Denn, wie ihr gesehen habt, es ist keine Klappbox und die Box hat nicht wirklich einen Deckel. Es war wirklich nur so ein Pappschuber, den wir abgezogen haben. Und jetzt haben wir statt einem Deckel hier einen Boxinhalt. Und zwar ist das hier diese Tafel. Zu der kommen wir gleich noch. Also wir haben hier einmal diese Cardboard oder diese Tafel mit dabei. Letterboard nennt sich das ja. Dann haben wir ein Poster. Die Buchstaben, um sie entsprechend hier auf diesem Letterboard zu verwenden. Eine Crewcard, ein Fastlane Pass, eine Postkarte, ein Schlüsselband, ein kleines Büchlein, Plänebuch und natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals. Von innen sieht das Ganze so aus, schwarz. Wir haben hier wieder so eine zweite Ebene, wo der ganze Boxinhalt drinnen war. Und oben abgestuft eine Ebene, wo dieses Letterboard, dieser Holzrahmen drin war. Wir machen das Ganze mal wieder in den Pappschuber und stellen die Box derweil dann zur Seite. So. Und nachdem hier diverse Inhalte noch in Folie sind, werden wir die mal aus der Folie holen. Als erstes nehmen wir hier mal diese Buchstaben und Zahlen raus. Und natürlich das Album an sich. So, dann machen wir hier nochmal Platz. Und starten wir immer mit dem Album. Hier auf der Folie haben wir auch wieder einen Sticker. Hier lesen wir Vincent Weiss Limited Special Edition irgendwie anders plus Instrumentals. Machen wir mal ab. Und dann haben wir hier das Album irgendwie anders im Digipack. Auf dem Cover haben wir den Interpreten abgebildet. Links lesen wir Vincent Weiss irgendwie anders. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tracks. Keinerlei Features, zumindest sind hier auf der Tracklist keine erwähnt. Barcode und hier dann noch die Credits. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier in der linken Stecktasche einmal ein Booklet vorliegen. Auch hier lesen wir wieder Vincent Weiss irgendwie anders. Auch hier nochmal die Tracklist
Und dann haben wir hier, jawohl, das gefällt mir gut. Also wir haben hier einerseits Aufnahmen, in diesem Fall Schwarz-Weiß-Fotos, aber wir haben auch hier zu einzelnen Tracks die kompletten Texte abgedruckt. Sehr schön. Also hier kann man dann mitsingen oder falls man mal Stelle nicht verstehen sollte, kann man die hier nachlesen. Also jede Menge Text hier und das Ganze dann immer auch mit diversen Fotos hier verhübscht. Sowohl Schwarz-Weiß-Fotos als auch Farbfotos. Die wechseln sich hier ab. So sieht das aus. Unfassbar viel Text. Dann haben wir hier noch die ganzen Credits zum Album. Also wer an den einzelnen Tracks mit beteiligt war, wer hat da mitgewirkt. All das erfahren wir auf diesen drei Seiten hier. Und zum Abschluss haben wir nochmal ein Foto. So sieht das aus. Dann packen wir das Booklet wieder zurück. Wir kommen zu den CDs. Wir haben hier einmal CD Nummer 1. Das ist dann natürlich die Album-CD. Sieht so aus. Dahinter kommt der Interpret zum Vorschein. Dann haben wir CD Nummer 2. Hier haben wir die Instrumentals drauf. Also die Instrumentals wurden hier sehr schön im Digipack mit untergebracht. So viel zum Album. So, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Schlüsselband, das Ganze in Schwarz-Weiß gestaltet. Also schwarzes Schlüsselband mit weißem Aufdruck. Einmal das Vincent Weiss Logo und dann der Schriftzug irgendwie anders. Rückseite blank schwarz. Macht besonders Sinn in Kombination mit diesem Inhalt hier, der sogenannte Fastlane Pass. Und zwar haben wir hier die kompletten Tourdaten hinten aufgedruckt. Hier könnt ihr Vincent Weiss überall live sehen. Und dieser Fastlane Pass, soweit ich weiß, ermöglicht euch den schnelleren Einlass. Bedeutet, ihr macht das Ganze hier einfach dran, an dieses Schlüsselband. Und dann könnt ihr mit Hilfe dieses Fastlane Pass euch als Vincent Weiss Fan bzw. Boxkäufer zu erkennen geben. Und dann könnt ihr dort schnelleren Einlass genießen bei den einzelnen Tourstops und müsst nicht so ewig in der Schlange stehen. Gut, dann haben wir mit dabei eine Postkarte, die ist im Querformat. Hier haben wir Vincent Weiss am Meer. Auf der Rückseite haben wir auch wieder die kompletten Tourdaten abgedruckt. Sehr schön. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier ein Poster im Querformat. Vincent Weiss hier auf einem, ja, sieht nicht mehr allzu fahrtüchtig aus, das Auto. Sieht auch mehr so nach Schrottplatz aus, hier die Umgebung. Sitzt er hier auf der Motorhaube? Es ist, wenn ich es richtig erkenne, ein peruanisches Nummernschild, also eventuell hier in Südamerika unterwegs gewesen, in Peru. Poster im Querformat, Rückseite ist blank weiß. So, dann machen wir das Poster mal wieder zusammen. Als weiteren Boxinhalt haben wir dann noch dieses Büchlein hier. Plänebuch nennt sich das Ganze. Das Ganze in Schwarz gehalten, bis eben auf das Vincent Weiss Logo auf der vorderen Rückseite und hier der Schriftzug Pläne. Dann schauen wir mal hinein, was für Pläne wir hier finden. Okay, also das sind Fotos. Das dürfte wohl das Schulfoto sein, also erster Schultag mit Schultüte. Dann hier bei einem Konzert eventuell. Also das sieht noch live aus. Und was haben wir hier? Kaum erwarten. Okay. Also hier dürfte er handschriftlich die Texte geschrieben haben. Das heißt, wir haben nicht nur im Booklet die Texte, sondern auch hier nochmal. Und das hat eben etwas Besonderes, weil das echt so aussieht, als wären das seine originalen Texte, die er geschrieben hat, mit Kugelschreiber. Hier haben wir auch so diverse Flecken. Sieht nach Kaffee aus. Und hier dürfte dann wirklich Text für Text, Wort für Wort hier geschrieben worden sein von ihm. Sehr schön. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Also man hat hier wirklich dann die Seiten wohl eingescannt und hier dann abgedruckt. Das Ganze ist auch hier wieder mit diversen Fotografien unterlegt. Und ab
circa einem Drittel des Buches haben wir dann hier blanke Seiten. Bedeutet, hier könnt ihr natürlich entsprechend was reinschreiben, eure Pläne, eure Fotos oder was auch immer da drin verewigen. Nette Sache. Dann haben wir eine Crew Card. Die sieht so aus. Vincent Weiss, irgendwie anders, Crew Card. Und darunter haben wir noch eine Internetadresse. Hier oben rechts, Moment, das Ganze, so, also hier oben rechts, was ich jetzt gerade zuhalte, haben wir so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was sich hinter dieser Crewcard oder hinter diesem Code verbirgt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass man auf dieser Website diesen Code hier eingeben kann und dann gibt es entweder, also gibt es wahrscheinlich irgendwelche Extras zum Download oder so, oder vielleicht auch ein Gewinnspiel. Kann ich euch jetzt leider nicht beantworten, wofür diese Crewcard genau ist. Falls ihr es wisst, dann lasst es mich gerne wissen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses Letterboard. Und zwar ist das Ganze in schwarz gehalten mit einem hellbraunen Rahmen. Dieser Rahmen ist aus Holz. So sieht das aus. Also auf jeden Fall hochwertig verarbeitet das Ganze. Und was mich besonders freut, ist einfach schon die Innovation des Produktes. Denn ich habe so etwas noch nie zuvor in einer Box gehabt. Und wir haben hier jede Menge Buchstaben, aber auch Zahlen. Also, man kann hier echt jegliches Wort oder jegliche Zahlenkombination aufschreiben. Und das Ganze funktioniert dann wahrscheinlich so, dass man, genau, also wir haben hier auf den Buchstaben hier jeweils so kleine Häkchen und die kann man dann hier zwischen den einzelnen Zeilen hier in dieses Board dann so reinmachen und dann entsprechend irgendetwas aufschreiben. Kann man zum Beispiel irgendwie eine Notiz hinterlassen an seinen Freund, an seine Freundin oder einfach irgendwelche Sachen, zum Beispiel irgendwelche Ziele. Von mir ist auch irgendwelche Einkäufe. Also das ist auf jeden Fall vielseitig verwendbar. Und mit diesen ganzen Buchstaben und den ganzen Zahlen hier habt ihr da auf jeden Fall jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Sehr schön. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Letterboard inklusive der ganzen heraustrennbaren Buchstaben und Zahlen. Dann haben wir die irgendwie anders Crewcard. Wie gesagt, Verwendungszweck ist mir noch nicht bekannt. Das Plänebuch mit den ganzen handgeschriebenen Songtexten und jede Menge Fotos und natürlich auch leeren Seiten für euch. Das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Diese Postkarte ebenfalls im Querformat mit den ganzen Tourdaten auf der Rückseite. Der Fastlane Pass für die anstehende Tour. Inklusive Schlüsselband und natürlich das Album an sich irgendwie anders im Digipack mit Instrumentals. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box irgendwie anders von Vincent Weiss. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vincent Weiss unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.